Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der alte Knack aus dem Corona-Städtchen in der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze heute im Kuhstall, aka altes Büro, aka Kuhstall des Kindergramm. Heißt Kuhstall, habe ich heute beschlossen, wird im Kindergramm auch Kuhstall heißen. Ja, und ich habe euch die Zahlen mitgebracht von den Corona-Fällen, von und zu überhaupt. Na, hört's mal zu. Es ist der 30.04.2020, 18 Uhr, wieder eine Stunde später. Positiv getestete 15.447, durchgeführte Testungen 256.399, Kranke inklusive Spital 1.961, Verstorbene 557, im Spital ohne Intensiv 372 und im Spital auf der Intensiv 128 Personen. Ja, ich bin da und ich sehe euch nicht mehr wirklich. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich schlecht sehe, sondern dass ich heute schon um 3.20 Uhr aufgeweckt wurde. Und danach war natürlich keine Ruhe mehr und nicht mehr an Schlafen zu denken, wenn du den Kopf voll hast mit Museumsbau und Baugenehmigung und Dings und Dangs und Corona und Kinder und von und zu überhaupt. Dann schläfst du nicht mehr. Und das war echt ein Problem heute. Ich habe heute nichts, und ich meine wirklich nichts, und zwar gar nichts Produktives gemacht. Meine Frau hingegen ist ja um 5.15 Uhr aufgebrochen, Entschuldigung, 6.15 Uhr aufgebrochen, Richtung St. Pölten in die Arbeit. Und die macht was Produktives. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mit Mühe und Not die Schulübungszeit von unseren Lieblingsschülern durchgedrückt, die wir dann am Abend nochmal angestoßen haben, weil nämlich was gefehlt hat. Und wow, und jetzt ist nur mehr einer auf, der, und der wartet jetzt sehnsüchtig darauf, dass ich dieses Video zu Ende mache und fertig habe. Mir fallen heute irgendwie die Haare in die Augen. Ich habe zwar nicht mehr viele, aber die fallen mir immer in die Augen, das ist schrecklich. Der wartet sehnsüchtig darauf, dass dieses Video zu Ende geht und er zählt schon die Sekunden, bis die 10 Minuten vorbei sind, damit ich ihm endlich einen Flipper einschalte. Ja, so ungefähr, ja. Das hier ist die Edelabteilung. Hier als erstes der Virtual Pinball. Den haben wir heute erfolgreich eingeschalten und waren entsetzt, wie verzögert er ist. Daneben der Original Star Trek von Belly, 1978. Und ob es klappt oder nicht, der funktioniert. Ich habe ihn in Betrieb genommen, er hat nicht funktioniert. Ich habe ein bisschen gerüttelt, ein bisschen geschüttelt, ein bisschen gemessen, Sicherungen getauscht und jetzt funktioniert er. Unglaublich, unglaublich. Der ist so alt wie ich, der ist 41 Jahre und der funktioniert. Fuck, oder? Dann danach, Gottliebs Caveman. Der hat jetzt seine Spielfeldscheibe montiert bekommen, wurde aber nicht getestet, weil nämlich die Netzsteckdose gebrochen ist, also der Stecker, der Schokostecker. Und das wollte ich ihn schrauben, ist nicht mehr gegangen. Ich habe gedacht, na, klebst ihn. Bevor du den wegschmeißt, klebst ihn. Hab den geklebt gestern. Heute nehme ich das Kabel in der Hand, rinnt der Superkleber raus und mir über die Finger. Na, braucht ihr nicht überlegen, das sind die kläglichen Reste meiner Haut. Katastrophe. Darum habe ich ihn auch nicht angesteckt, weil jetzt bin ich sauer. So. Dahinter steht Stern, ich schaff's nicht, ja. Stern Star Trek, Stern Austin Powers und ganz hinten dann noch der Orbitor 1. Der Badewannenflipper. Haha! So geil. Zwei Flipper habe ich heute aufgestellt. In den Virtual Pinball habe ich per Lochsäge ein Loch gebohrt, zwei Löcher gesägt eigentlich, die so groß sind, dass mein Sohn die Hand reinstecken konnte, dass er die Gegenmutter von den Beinschrauben halten konnte. Die hat nämlich einer gepfuscht vor unserer Zeit. Ansonsten, Entschuldigung, kein Corona-Husten. Ansonsten ist dieser Raum schon leicht entleert, es heilt schon. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn es zu heilen beginnt. Wenn es mal heilt, heißt das, dass der Raum leer wird. Da stehen schon die Freunde der Elektronikabteilung, DATS und Minidisc und so Sachen. Da drüben liegen schon Einzelteile für die Computerabteilung des Museums. Und heute werde ich noch höchstpersönlich an diese Wand, wo ihr die vielen Schraubenlöcher und mit den Schrauben drinnen seht, über den hübschen Püppchen, werde ich heute noch selbstpersönlich die Plakate wieder aufhängen, die ich vor circa 10 Jahren abmontiert habe, die aber 2001 bei der Eröffnung des Eitel Computer Büros dort gehangen haben. Und da könnt ihr dann die ANSI-Code-Zeichen, die Schaltcodes, könnt ihr euch dann da durchlesen. Ganz super, ja, machen wir. Und Urkunden von und zu überhaupt, genial, ja. Was haben wir gegessen? Wir haben gefrühstückt, nein, kein Aufstrich, nö, heute haben wir Müsli gefrühstückt.
Dann haben wir Familienessen gegessen. Was haben wir gejausnet? Apfel und Banane haben wir gejausnet. Und dann haben wir Familienessen gegessen. Eiaufstrich. Ja, viel Eiaufstrich. Oben rein. Was haben wir heute gegackt? Denkt das euch aus. Und dann haben wir ein Stück Kuchen und Milch dazu. War lecker, oder? War lecker? Kind sagt. Da ist das Kind. Macht so. Ja, lecker. Ja, ansonsten viel alleine Spielzeit heute gemacht und der Kleine, also der Kleinste, der ist drauf, sage ich euch, von und zu überhaupt. Der benimmt sich schon so blöd wie sein Vater. Unglaublich. Der macht nur mehr Stuss. Der Hund, wo ist der Hund? Rocco! Der Hund ist im Vorraum. Wieso ist der im Vorraum? Wie gibt es denn, dass die Tür zu ist, wenn der Hund im Vorraum ist? Natürlich, hol, 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 hol. Den Hund hat er in den Vorraum gesperrt. Sowas, Tierquälerei da. Dann habe ich sehr laut ERV, 100 Jahre ERV gehört, das Konzert aus Graz, sehr laut. Zuerst wollte ich Helene Fischer, die Stadiontournee hören und dann habe ich Geisterhund. Dann habe ich aber die Helene wieder abgedreht, weil die Musik ist ja gut, aber der Text ist ja so doof. Also wirklich, da ist die ERV ja, wenn man mit ERV aufgewachsen ist, dann ist das, was heute liedtextmäßig sich abspielt oder heute, vor 20 Jahren dann abgespielt hat, echt eine Katastrophe. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da in diesen Schachteln sind die alten Filmekostüme. Ja, also Teile davon. Und zum Beispiel das Outfit von der Louise Einbahn. Schaut es euch mal an. Ich weiß nicht, ist heute in der Lenkbach jetzt online oder nicht? Ich weiß es noch immer nicht. Werde ich mal angehen. Ansonsten, ja, gut. Abends wird es wieder besser. Meine Frau wird hoffentlich in den nächsten 2 Stunden zu uns stoßen, zu mir stoßen, weil er wird dann nicht mehr mitstoßen, der wird dann schon schnarchen. Und dann werden wir uns eine Folge von, wie heißen die? Game of Thrones. Er weiß es, Game of Thrones, wir haben uns eine Folge anschaut. So ein Buffel. Ich muss jetzt zu Game of Thrones. Die haben ja im erste Episode Season 1, haben sie bei Game of Thrones eine Szene gehabt, also man muss sagen, wir haben die erste Season geschenkt bekommen von meiner Schwägerin. Soweit, so schön. Dann haben wir uns hingesetzt und haben das begonnen zu sehen und eigentlich doof oder Game of Thrones doof. Und dann war aber eine Szene in den Game of Thrones, wo ich mir gedacht habe, jetzt, okay, ja, da kann man, da muss man, da könnte man, unter Umständen sollte man vielleicht von und zu überhaupt, sollte man dort weiterschauen. Ratet mal, welche Szene es ist. Mach mal ein Quiz. Wer erratet, welche Szene aus der Folge 1, Season 1 von Game of Thrones, der alte Knacker meint, wo er sich gedacht hat, oha, ja, da können wir noch weiterschauen. Wer das rausfindet, was gibt es zu gewinnen, Wenzel? Ha! Wer das rausfindet, gewinnt einen Moby Dick. Ja, diesen tollen Moby Dick könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir sagt und so schreibt und bitte unter YouTube schreiben. Wenn ihr es auf Facebook schreibt, zählt es nicht, denn es gehört unter YouTube geschrieben, unter das Video gehört es geschrieben. Welche Szene von Game of Thrones meint der alte Knacker? Diesen wunderschönen Moby Dick wird es... Buschi, buschi. Gibt es zu gewinnen? Der Hund macht auch Bussi Bussi. Rocco, Bussi Bussi, Bussi Bussi. Selbst persönlich vom Rocco geküsst, der Moby Dick. So viel Hund und so wenig Hirn. Wie so das Geschirr, oder? Das gibt es zu gewinnen. Ja, unabhängig gibt es noch immer das Quiz für die Norton Secure, die 5-Device. One User 5-Device. Gibt es noch immer. Hat noch keiner beantwortet. Und ihr werdet nie drauf kommen. Das ist nämlich sowas von höchst exklusiv. Ja, wir werden das öfter machen. Ich habe mir eine ganze Kiste voller lieber Stoffe hier. Machen wir öfter Quiz. Wer mir das sagt, allerdings machen bei Game of Thrones machen wir Deadline eine Woche. Ja? Also alles nach 7. Mai ist zu spät. Bis 7. Mai gibt es die Moby Dick-Geschichte. Ja, und dann haben wir weitergeschaut. Und dann haben wir die Season 1 dann irgendwann zum Schluss gebracht. Und ich habe mir gedacht... Und dann hat sie mir meine Frau zu Weihnachten geschenkt. Ich glaube, letztes Weihnachten. Und ich habe mich geweigert, es weiterzuschauen, weil wir hatten laufen, Emergency Room hatten wir laufen. Und das habe ich mal meiner Frau geschenkt. Weil sie hat mit Grey's Anatomy, diese Ärztin, ne? Und
Ich werde aber noch Trepper John MD organisieren, denn Trepper John MD, das ist eine gute Ärzteserie. Ja. Doogie Howser kann man auch drüber reden, den habe ich aber noch nicht auf die DVD gefunden. Ja, und dann hatten wir noch laufen diese Star Trek Discovery, die haben wir jetzt durch, Season 2 Star Trek Discovery. Und dann ist das endlich so aus, dass du denkst, ja, Season 2, Ende, die hören mit der Serie auf. Nein, sie machen weiter, da haben sie so ein schönes Ende gemacht und dann machen sie die Serie weiter. Die ist ja ein Schaß, entschuldigt's. Und ihr wisst, da stehen schon zwei Star Trek Flipper. Und am virtuellen sind fünf Star Trek Flipper. Und oben steht nochmal ein Star Trek Flipper. Und daneben steht noch ein Star Trek Flipper von Data East. Ich bin Star Trek Fan, ja. Ich habe alle Star Trek Flipper, die es gibt, ja. Ich habe alle Star Trek DVDs im Original in der Luxus Sammel Edition, ja. Ich bin Star Trek Fan. Ich habe Star Trek Uniformen. Ich habe einen Filme-Film gemacht mit der DDS Eitler Preis in Star Trek Uniformen, selbst persönlich gekauft und finanziert. Ich bin Star Trek Fan, ja. Aber Discovery ist sowas von schwach. Die ersten paar Folgen waren noch okay, aber dann nur Herzschmerz. Das ist Star Trek, hallo? Science Fiction, positive Welt, nicht Gefühlsduselei, Schmarrn. Also, okay, ich glaube, ihr habt es verstanden, was ich meine, oder? Ich glaube, ich war ich klar genug? Ja, wir werden uns einmal die Original-Star Trek anschauen, wo der James D. Kirk, ich zeige ihn euch. So wie ihr nie im Film gesehen habt, schaut euch ihn an, so ist er am Flipper, der James D. Kirk. Heroisch, geschniegelt, blond, Fäser im Arm, Muskelbrotz von oben bis unten, bis in die Zehenspitzen Muskeln. So schaut das am Flipper aus. Daneben die Lieutenant Uhura mit sehr gut ausgestattet. Das ist bei den Flippern, das ist der Grund, warum ich Flipper mag, weil die Frauen immer so gut ausgestattet sind auf den Bildern. Ich zeige euch bei Gelegenheit mal die Williams Flipper. Oh. Wobei EMs waren sogar noch besser. Ja, und dahinter der Herr Bille kommt und sagt zu einem, er ist tot, der hat auch Muskeln bekommen. Und daneben Mr. Spock. Die grünen Ohren und die bösen Feinde fliegen im Hintergrund und die Enterprise fliegt über alle. Ich bin Star Trek Fan. Ich kenne mich aus, ja. Ich kann euch da ziemlich viel. Ich habe alle Folgen gesehen und einige weiß ich sogar noch, die besseren. Die schlechteren, die verdrängt man ja dann. Wie sind wir drauf gekommen? Ja, aber Discovery? Nein, also wirklich, Scherzchen. Ja. Der Hund ist schon ganz nervös. Immer wenn ich aufstehe, glaubt er, wir machen einen Raumwechsel. Jeder Raumwechsel ist für ihn das Highlight. Ja. Andere Hunde holen einen Ball, ist ihm wurscht. Aber es geht über eine Tür auf, wusch, ist er durch. Das ist unser Hund. Ja. Und das Beste, wenn er drinnen ist, machst du die Tür auf, er geht raus. Machst gleich wieder zu die Tür, machst das wieder auf, kommt er wieder rein. Das kannst du 100 Mal machen. Das ist voll in Action. So, da haben wir ein schönes Thema gehabt. Star Trek Discovery heute. Ratet's, was war die tolle Szene aus Game of Thrones? Das wird super. Ich freue mich schon über eure Kommentare. Und jeder, der mich ein bisschen einschätzen kann, überhaupt nach meiner Meldung beim Star Trek Backlass, der weiß es schon, worum es gegangen ist. Und ich möchte bitte wortwörtlich hören, was der ausschlaggebende Satz in Game of Thrones war, dass ich die Serie weitergeschaut habe und jetzt bereit bin, die Season 2 zu schauen. Und wir sind jetzt 1,5 Jahre weg. Wir haben null Ahnung, was in der Season 1 passiert ist. Und wir raten immer, wer war das? Ach ja, und dann war ja der Bruder, der mit seiner Schwester Gedingstibumste hat und der blonde Gefraßzack ist jetzt der König und macht lauter Käse. Also so sind wir gerade auf diesem Level. Wir kennen uns uraus. Wir sind die Klügsten von uns überhaupt. Und in dem Müdigkeitsfaktor, in dem ich heute bin und meine Frau sich auch, wenn sie nach Hause kommt, wir werden uns uraus kennen heute Season 2. Folge 2. Wenn es interessiert, schreibt das drunter. Ich erzähle euch morgen davon. Genug geschwafelt. Das Video ist lang genug. Ich schalte jetzt meinen Sohn einen Flipper ein. Je nachdem, wie viel Geld er ausgeben will. Einen bestimmten. Und wir sehen uns morgen. In diesem Sinne. Bis später, bis dann, bis irgendwann. Drüben auf ihn. Schau nicht den Aal so an. Er ist die ganze Zeit. Schau dir den kannst du nicht fressen. Der gehört irgendjemand, der den gewinnt. Vielleicht will den ja darauf. Ich mag Hunde, sie sind lustig. Bis später, bis dann, bis irgendwann drüben auf Instagram oder da drüben im Eitle Kinderkram. Aber erst viel später dann.